Lieber Tucholsky, haben Sie nichts? Wie wär's denn mit einer kleinen Liebesgeschichte? Liebesgeschichte? Lieber Meister Rowold, wie denken Sie sich das? In der heutigen Zeit Liebe. Lieben Sie? Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine kleine Sommergeschichte. Die Sommergeschichte sollten Sie sich durch den Kopf gehen lassen. Die Leute wollen neben der Politik und dem Aktuellen etwas haben, was ihrer Freundin schenken können. Sie glauben gar nicht, wie das fehlt. Ich denke an eine kleine Geschichte, nicht zu umfangreich, zart im Gefühl, kartoniert, leicht ironisch und mit einem bunten Umschlag. Der Inhalt kann so frei sein, wie Sie wollen. Ich bin schon mit einem Fuß in der Bahn. In einer Stunde fahre ich ab nach Schweden. Ich will in diesem Urlaub überhaupt nicht arbeiten, sondern ich möchte in die Bäume schauen und mich mal richtig ausruhen. Nun wollen wir ja wohl die Prinzessin abholen, nicht wahr? Sie hieß Lydia. Karlchen und Jakob aber nannten jede Frau, mit der einer von uns dreien zu tun hatte, die Prinzessin, um den betreffenden Prinzgemahl zu ehren. Und dies war nun also die Prinzessin. Sie war keine Prinzessin. Sie war etwas, was alle Schattierungen umfasst, die nur möglich sind. Sie war Sekretärin. Du bist ja Aldor, sagte die Prinzessin, zur grenzenlosen Verwunderung des Taxichauffeurs, der das für Ostchinesisch hielt. Es war aber Missingsch. Missingsch ist das, wenn ein Plattdeutscher Hochdeutsch sprechen will. Da ist der ganze Humor dieser Norddeutschen drin. Lydia stammte aus Rostock und sie beherrschte dieses Idiom in der Vollendung. Kann mich gar nicht noch wundern, da du die Tiet nicht verschlappen hast. Frau Kremser hat gesagt, ich soll mir meinen Pelz mitnehmen und viele warme Mäntel, denn in Schweden gibt es überhaupt keinen Sommer, hat Frau Kremser gesagt. Da wär immer Winter. Ist ja wohl nicht möglich. Es ist merkwürdig. Wenn die Leute in Deutschland an Schweden denken, dann denken sie Schwedenpunsch, furchtbar kalt. Blonde Frauen, furchtbar kalt. So kalt ist es gar nicht. Also wie kalt ist es denn? Alle Frauen sind pedantisch. Außer dir. Ich bin keine Frau. Aber pedantisch. Erlaube mal, hier liegt ein logischer Fehler vor. Es ist genauestens zu unterscheiden, ob pro primo... Gib mal einen Kuss auf Lydia. Weißt du, Daddy, ich bin auch gar nicht auf Reisen. Ich sitze hier neben dir, aber in meinem Kopf dröhnt es noch. Berlin läuft immer mit. Das dauert mindestens 14 Tage, bis man es einigermaßen los ist. Und wenn man es glücklich vergessen hat, dann muss man wieder zurück. Lenk mich ab, steig mal auf die Bank und mach mal einen. Sing was. Wozu habe ich dich mitgenommen? Die Fähre schaukelte nicht gerade. Sie deutete das nur an. Auch ich deutete etwas an. Und die Prinzessin befahl mich in den Speiseraum. Da saßen sie und aßen. Und mir wurde gar nicht gut, als ich das sah. Denn sie essen viel Fettes in Dänemark. Und dieses war eine dänische Fähre. Die Herrschaften aßen zurzeit Spick, Aal und Hering. Heringsfilet, eingemachten Hering, dann etwas, was sie Sylt nannten, ferner vom Baum gefallenen Hering und Hering schlechthin. Auf festem Land eins immer besser als das andere. Und dazu tranken sie jenen herrlichen Schnaps, für den die nordischen Völker, wie sie da sind, ins Himmelreich kommen werden. Die Prinzessin geruhte zu speisen. Ich sah ehrfürchtig zu. Sie war essfest. Du nimmst gar nichts? Fragte sie zwischen zwei Heringen. Ich sah die beiden Heringe an. Wir schwiegen alle drei. Erst als die Fähre landete, lebte ich wieder auf. Die Prinzessin strich mir leise übers Knie und sagte ehrfürchtig, du bist ja meinen kleinen Klaus Dördebecker. Manchmal ist sie wie eine fremde Frau. Und in diese fremde Frau verliebe ich mich immer aufs Neue und muss sie immer aufs Neue erobern. Wie weit ist es von einem Mann zu einer Frau? Aber das ist schön. In eine Frau wie in ein Meer zu tauchen. Nicht denken. Wir wollen wohl ein bisschen viel. Kluge Gespräche und Logik und gutes Aussehen und ein bisschen Treue. Und der nie zu unterdrückende Wunsch,
von der Frau wie ein Beefsteak gefressen zu werden, dass die Kinnbacken krachen. Und nun waren wir in Schweden. Mariefred ist eine klitzekleine Stadt am Mälarsee. Niemand aber hätte von diesem Ort Notiz genommen, wenn hier nicht eines der ältesten Schlösser Schwedens wäre. Das Schloss Gripsholm. Das Schloss, aus roten Ziegeln gebaut, stand leuchtend da. Seine runden Kuppeln knallten in den blauen Himmel. Dieses Bauwerk war dick, senioral, eine bedächtige Festung. Ein Kerker war da, in dem Gustav der verstopfte Adolf den Unrasierten jahrelang eingesperrt hatte. Und so dicke Mauern hatte das Schloss und einen runden Käfig für die Gefangenen gab es und ein schauerliches Burgloch oder eine Art Brunnen. Das Schloss hatte auch einen Anbau. Es war ein neuer Bau, langgestreckt, glatt in der Fassade, hübsch. Wir gingen hinein. Drinnen empfing uns eine sehr freundliche alte Dame. Es ergab sich, dass hier in diesem Schlossanbau zwei Zimmer zu vermieten waren. Wir besichtigten die Zimmer. Die Prinzessin, die Vernunft ihres Geschlechtes hatte, sah sich inzwischen an, wo man sich waschen könnte und wie es mit den Lokalitäten bestellt wäre, und kam zufrieden zurück. Da mieteten wir. Die Koffer kamen und wir packten aus, stellten die Möbel so lange um, bis sie alle wieder auf demselben Platz standen wie zu Anfang. Die Prinzessin badete Probe, und ich musste mich darüber freuen, wie sie nackt durch das Zimmer gehen konnte. Wirklich wie eine Prinzessin. Nein, gar nicht wie eine Prinzessin. Wie eine Frau, die weiß, dass sie einen schönen Körper hat. Lydia, in Paris war einmal eine Holländerin. Die hat sich auf ihrem Oberschenkel die Stelle tätowieren lassen, auf die sie am liebsten geküsst werden wollte. Darf ich fragen... Das wäre ein Zuc-Sé-Fou. Was ist das? Das ist Französisch. Nun kann der Dschung nicht mal Französisch und hat sich durch Jahre nach fünf in Paris feine Bildung belehrt. Komm, wir gehen in die Landschaft. Sag mal, was hast du da in Paris eigentlich eine ganze Zeit gemacht? Kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Immer mit den Lüttendierens umher, ne? Du bist ja ein Wüstling. Dessen ungeachtet brauchst du aber nicht in diesen Fladen zu treten. Donnerschlag. Du sollst keines Fluches gebrauchen, Peter. Das schickt sich nicht. Und nun legen wir uns wohl ein bisschen auf diesen Rasenplatz. Da lagen wir auf der Wiese und baumelten mit der Seele. Wow, wow, wow. Was ist das für ein Hund? Das ist ein Bulldackel. Was kommt denn da? Kinder sind es. Kleine Mädchen. Artig aufgereiht wie Perlchen an der Schnur. Immer zwei zu zwei. Und guck mal, die herrische Person an der Spitze. Was ist denn das? Die Führerperson. Und ganz zum Schluss das Kind. Sieh mal, es geht, als wenn es gezogen würde. Ada! Träum nicht! Komm nach vorn! Teufelsbraten! Seltsames kleines Mädchen. Es sieht so leergeweint aus. Ob das an der Führerperson liegt? Das liegt meist an der Führerperson. Peter, wie ist das mit dem Leben? Erzähl schnell, wie es mit dem Leben ist. Nein, jetzt sag nicht wieder deine unanständigen Wörter. Die weiß ich allein. Wie ist es jetzt? Gleich will ich es wissen. Erst habe ich gemerkt, wie es ist. Und dann habe ich verstanden, warum es so ist. Und dann habe ich begriffen, warum es nicht anders sein kann. Und doch möchte ich, dass es anders wird. Es ist eine Frage der Kraft. Wenn man sich selber treu bleibt... Nach den Proben an Treue, die du bei mir abgelegt hast? Ob es wohl möglich ist, mit einer Frau ernsthaft etwas zu bereden? Es ist nicht möglich. Und sowas hat nun das Wahlrecht. Da sagt mein Chef auch immer. Peter, mein Sohn... Gibt es hier eigentlich Nordlicht? Ich möchte so gern mal ein Nordlicht sehen. Alles, was man sehen will, meine Tochter, findet immer gerade in dem Monat statt, wo man nicht da ist. Das ist so im Leben. Aber das bekommst du erst in der nächsten Klasse.
Ich habe mal als Kind eins gesehen. So? Im Konversationslexikon nämlich. Ganz groß und bunt. Sie sollen ja über den halben Himmel gehen. Wenn das nun herunterkommt und einem auf den Kopf fällt. Aber sehen möchte ich es schon mal. Lydia, wollen wir uns ein Nordlicht machen? Na. Siehst du? Siehst du? Da. Da ist es. Ja. Das ist ja wunderbar. Ganz hellgrün. Und da, rosa. Und Kugelstreifen. Und das da ganz spitz hoch. Sieh mal. Sieh mal. Und da, weiße Zirruswölkchen. Blau. Ganz hellblau. Und am Horizont geht es gewiss weiter. Da ist alles ganz silbergrau. Daddy, ist das schön. Da klapperte ein Wagen vorüber. Und der Bauer sah auch nach oben, was es da wohl gäbe. Da war nichts. Glatt und blau und halbhell lag der Himmel. Wir schämten uns ein bisschen. Peter, Peter. Spiel lieber noch ein bisschen Klavier, bis das Essen fertig ist. Ich setzte mich an das kleine Klavier und ließ fromme Gesänge ertönen. Ich spielte nämlich hauptsächlich auf den schwarzen Tasten. Man kann sich besser daran festhalten. Ich spielte: Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen gehen, hing auch ich verzückt an deinem Munde und es war um mich geschehen. Anna Luise, als wir standen bei der Eberesche, wo der Kronprinz einst gepflanzet hat, raschelte ganz leise deine Wäsche und du strichst dir deine Röcke glatt. Anna Luise. Dann war das Abendbrot fertig. Wir hatten eine Flasche Whisky aufgetrieben. Braun und blond, black and white. Prost. Prost. So still, wie es jetzt ist, sollte es überall und immer sein. Warum ist es so laut im menschlichen Leben? Meine lieben Jung, das ist ja wohl ein für alle Mal verlöscht. Immer ist etwas. Immer klopfen sie oder machen Musik, klappen Fenster, schrillt ein Telefon, brausen Autos, Flugzeuge, Bahnen. Gott schenke uns Ohrenlieder zum Zuklappen. Wir sind unzweckmäßig eingerichtet. Schwatz nicht, Peter. Hör lieber auf die Stille. In diesem Augenblick war jeder ganz allein. Sie saß auf ihrem Frauenstern und ich auf einem Männerplaneten. Nicht feindselig, aber weit, weit voneinander fort. Legester hieß das Pensionat, aus dem das kleine Mädchen auf der Wiese kam. Unsere Schlossfrau hatte uns von dieser Kinderkolonie für deutsche, meist elternlose Mädchen berichtet. Und von der Frau Adriani, der Führerperson, die auch eine deutsche Dame, aber keine liebe Frau sei. Legester. Das kleine Mädchen lag jetzt im Bett und dachte. Es war hier so allein. Und es hatte Angst. Sein Leben bestand nur aus Angst. Angst vor dem nächsten Tag, was von dem nun wieder ans Licht kommen könnte. Angst vor allem. Dass die Mutter es hierher gegeben hatte. Daddy, du sollst nicht so viel rauchen. Dann wird dir wieder übel. Und wer hat's nachher? Ich. Tu mal die Pfeife weg. Was machen wir jetzt? Das ist eine Frage. Jetzt gehen wir schlafen. Einverstanden. Karlchen sagt immer, in den Taghemden ist so viel Müdigkeit. Man muss sich schon völlig ausziehen und schlafen. Machen wir. Ich für meinen Teil gehe jetzt in mein Bett schlafen. Da hat das kleine Pferd sich plötzlich umgekehrt und hat mit seinem Stert die Fliegen abgewehrt. Die Prinzessin schlief.
Ich denkelte so vor mich hin. Die Prinzessin behauptet, ich sage zu jeder von mir geliebten Frau, aber auch zu jeder, wie schön, dass du da bist. Das ist eine pfunstige Lüge. Manchmal sagte oder dachte ich doch auch, wie schön, dass du da bist und nicht hier. Aber wenn ich die Lydia so neben mir sehe, da sage ich es nun wirklich. Warum? Natürlich deswegen. In erster Linie, ich weiß das nicht. Eines der tiefsten Worte der deutschen Sprache sagt von zwei Leuten, dass sie sich nicht riechen können. Wir konnten es. Und das ist, wenn es anhält, schon sehr viel. Sie ist mir alles in einem. Geliebte, komische Oper, Mutter, Freund. Was ich ihr bin, habe ich nie ergründen können. Schön ist Beisammensein. Die Haut friert nicht. Alles ist leise und gut. Das Herz schlägt ruhig. Gute Nacht, Prinzessin. Wie es zwischen Mann und Frau doch Morgenaugenblicke gibt, da hat es sich mit der Liebe ausgeliebt. Sehr entscheidende Augenblicke. Wenn die gut verlaufen, dann geht alles gut. Von dem quäkrigen... Wie viel Uhr ist es denn? Bis zum... Beeil dich doch. Die Post, Daddy, die Post. Ja, geh mal an die Tür. Ja, doch. Meine Briefe. Das sind meine Briefe, du schalbigen Kopf, gib sie her. Na, da sei doch Klicks. Erst hübsch den einen... Von meiner Vertreterin im Geschäft. Was schreibt sie denn? Dass es nichts zu schreiben gibt. Beim kleinen Inventarbuch sind sie bei G. Das beruhigt mich ungemein. Was für Sorgen diese Leute haben? Was für Sorgen? Ihre eigenen? Merkwürdigerweise. Du geh mal Wasser braten. Du musst dich rasieren. So wie du da bist, kannst du keinem Menschen einen Kuss geben. Was hast du für einen Brief bekommen? Wahrscheinlich von irgendeiner Braut. Einer dieser alten Existenzen, die du so liebst. Sag her, sag her, sag ich. Ich werde dir den Anfang vorlesen. Dann kannst du ihn sehen. Von wem ist er? Er ist von meiner Tante Emmy. Wir sind verzankt. Jetzt will sie etwas von mir. Darum schreibt sie. Mein lieber Junge, kurz vor meiner Einäscherung ergreife ich die Feder. Das ist nicht wahr. Halt die Leute nicht mit deiner eingeäscherten Tantens zum Narren. Von Karlchen. Nun lies mal. Lieber Freund, ich habe in diesem Jahr noch 8 Tage Urlaub gut und würde die gern mit dir und deiner lieben Frau Freundin verleben. Lieber Freund, ich zahle auch das Reisegeld für mich allein. Es ist mir sehr schmerzlich. Es ist sonst nicht meine Art, wie du weißt. Kann ich da wohnen? Wohnt ihr? Sind da viele Mädchen? Soll ich lieber nicht kommen? Wollen wir uns gleich den ersten Abend besaufen? Liebst du mich? Lieber Freund, ich freue mich sehr, euch zu sehen und bin euer gutes Karlchen. So, da hätten wir ihn. Soll er kommen? Ja, jetzt kann er kommen. Ich bin ausgeruht. Und wenn er überhaupt nach 8 Tagen wieder wegfährt? Abwechslung ist immer gut. Ich zieh mich an. Wir waren in der Mitte der Ferien. Baden im See, nackt am Ufer liegen, an einer versteckten Stelle, sich voll Sonne saugen, dass man mittags herrlich verdöst und trunken von Licht, Luft und Wasser nach Hause rollt. Stille, Essen, Trinken, Schlaf, Ruhe. Urlaub. Und nun Karlchen. Holen wir ihn ab. Ein strahlender Tag. Ein Wetter zum Eierlegen. Ein winziger Bahnhof ist das. Eigentlich nur ein kleines Haus. Es tut aber sehr ernst, finde ich. Und hat vor lauter Bahnhof vergessen, dass es ein Haus ist. Das kommt oft vor. Sieh mal, da kommt der Waggon angeschnauft. Er hat sich einen Schornstein angesteckt, damit man es ihm auch glaubt. Karlchen. Karlchen. Da bin ich. Karlchen. Guten Tag. Guten Tag. Dies ist Karlchen. Und das die Prinzessin. Gebt euch mal die Hand. Na, Karlchen, wie war denn die Reise? War sie schön? Na, da war eine alte Dame, die hatte Luftbeschwerden. Die sonstige Aussicht war sehr schön.
Und wie gefällt es denn der Gnädigsten hier? Wenn der hier nicht dabei wäre, Herr Karlchen, dann würde ich mich sehr gut erholen. Aber Sie kennen ihn ja. Er schwabbelt so viel und lässt einen nicht in Ruhe. Also gehen wir. Prinzessin, Ihren Arm. Danke. Die beiden waren sich sofort und sogleich einig. Wir hatten ihn im Hotel untergebracht. Er behauptete, sein Zimmer röche wie das Schlafzimmer Ludwig des Anrüchigen und wäre überhaupt etwas dünn. Aber das sagte er von allem. Dann musste er sich waschen und dann saßen wir unter Bäumen und tranken Kaffee. Na, Fritzchen, kann man bei euch baden? Klar. Wie ist der See? Gewöhnlich 16 Grad Celsius oder 20 Remius. Wieso? Das macht die Valuta. Aha. Ja. Wir müssen an Jakob schreiben. Hast du ihn gesehen? Du bist doch über Hamburg gefahren. Ja. Na und sonst, Karlchen? Sonst hat sich Jakob Pastillen gekauft, weil er doch so viel raucht. Und wenn er raucht, dann hustet er doch so. Du kennst das ja. Es ist ein ziemlich scheußlicher Anblick. Und jetzt hat er sich gegen das Rauchen ein Mittel besorgt. Fumazolan heißen die Dinger. Mhm. Na und? Helfen Sie? Nein, natürlich nicht. Aber er sagt, seit er das nimmt, verspürt er eine merkwürdige Steigerung seiner Manneskräfte. Das stört ihn sehr. Ob Sie ihm die falschen Pastillen eingepackt haben? So ging alles in Jakobs Leben zu. Und wir hatten viel Freude daran. Und was machen wir heute Abend? Heute wollen wir einen ganz stillen Abend abziehen. Aha. Kann man hier Rotwein bekommen? Hm. Geht euch das eigentlich auch so, dass ihr euch so schwer erholt? Erholung ist eine Arbeit, finde ich. Wie? Hm. Warum freust du dich auf die Sommerreise? Warum? Pourquoi? Per que? Why? Träumst schon im März nur noch von Bahngeleisen? Parce que, because, darum, weil. Man fiebert halt nach Wiesefeld und Bäumen, nach Kuhstallduft, nach Heu, nach Blumenblühen. Einmal nur unter blauem Himmel träumen und nicht bloß immer Geld verdienen. Das ist bei mir so, das ist bei dir so, das ist bei ihm so, das ist bei ihr so. Das ist überall egal, das ist international. Eine so schöne junge Frau. Sie werden ausgewiesen, wenn Sie so reden. Ich begreife nur nicht, wie man sich in gottesfreier Natur pudern kann. Die Luft hat doch... Der Teng... Du gewinn den Nobelpreis und halt den Schnabel. Das verstehen die Männer nie. Und wir verstehen uns doch wirklich gut. Jeder seins, lieber Daddy. Du schminkst dich nicht und ich genieße des Puders. So ist das. Der Baum des Wissens ist nicht immer der des Lebens. Eben. Sei mal nett zu ihr. Nicht wahr? Wer seine Braut zu seinem Weibe macht, der soll auch das Weib zu seiner Braut machen. Du bist doch ein Vorübergehender. Der Vorübergehende, stets milde und weise, hat für alles kluge und gute Worte und geht vorüber. Wir, die wir bleiben... Bei uns zu Hause sagen sie immer, zur Heirat gehört mehr als nur 4 nackte Beine ins Bett. Na? Karlchen, was wird aus uns mal? Ich meine so später, im Alter. Daddy, weißt du noch, was auf der alten Uhr stand, die wir in Lübeck zusammen gesehen haben und die wir damals nicht kaufen konnten? Ja, es stand drauf, lasse die Jahre reden. Wir gehen heute nicht in die Haia, sondern gehen nicht schlafen. Und vielmehr gehen wir in die Felder. Das ist gut für den Dicken. Der Dicke war ich. Und wir schlafen dann nachts besser. Wenn man euch, junges Volk, so sieht, gut erholt seid ihr. Lydia, guck, das wird das Kinderheim sein. Gehen wir mal näher. Ob wir wohl die Führerperson zu sehen bekommen? Hoppla, kleines Mädchen. Du hast es aber eilig. Wo willst du denn hin? Spiel? Was ist denn? Was hast du denn? Wer hat dir etwas getan? Ich bin schon mal weggelaufen.
Heute, die Frau Direktor will mich hauen. Sie will uns alle hauen. Ich bekomme heute nichts zu essen. Ich will zu Mutti, ich will zu Mutti. Wo ist denn deine Mutti? Nun bleib mal hier. Wie heißt du denn? Ich heiße Ada. Und wie noch? Ada Colleen. Und wo ist deine Mutti? In der Schweiz, in Zürich. Lass uns doch mal aufschreiben, wo die Mutter wohnt. Sag, wo wohnt denn deine Mutti? In Zürich. Na, wo da? Hopp, hopp, sie kommt, sie kommt. Ada, was haben Sie da mit dem Kind? Guten Tag. Was haben Sie mit dem Kind? Was tut das Kind bei Ihnen? Es ist ja aus dem Haus gelaufen und hat geweint. Das Kind ist ein Ausreißer und tut nicht gut. Es ist heute schon einmal weggelaufen. Geben Sie das Kind her. Und kümmern Sie sich nicht um Angelegenheiten, die Sie nichts angehen. Langsam, langsam. Das Kind hat furchtbar geweint und behauptet, Sie hätten es geschlagen. Hier werden keine Kinder geschlagen. Ich habe die elterliche Gewalt über das Kind. Ich habe das schriftlich. Was fällt Ihnen denn ein? Bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Hetzen Sie mir hier nicht die Kinder auf. Das hier ist mein Haus. Du kommst jetzt mit Teufelsbraten sofort. Und Sie gehen. Los. Es wäre hübsch, wenn Sie etwas höflicher mit uns sprechen wollten. Mit Ihnen spreche ich überhaupt nicht. Sie sind nicht für das Kind verantwortlich. Ich bin das. Ich bin hier die Leiterin. Ganz hübsch. Eine famose Frau. Die möchte man heiraten, ich muss schon sagen. Hast du gesehen, Karlchen? Die Alten haben sich richtig die Haare gesträubt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Man kann den Hintern schminken, wie man will. Es wird kein ordentliches Gesicht daraus. Ihr seid alle beide kolossale Esel. Gut, aber warum? Kommt mit. Krieg können wir hier nicht machen. Das sehe ich ja ein. Aber wir wollen doch dem Kind helfen, nicht wahr? Na, und wie heißt die Mama? Colleen. Gut. Und was weiter? Zürich, hat sie gesagt. Ich habe das Kind ganz leise nach der Adresse gefragt. Hier ist sie. Colleen, Zürich, Hottinger Straße 104. Da haben wir hinter uns. Also, auf in den Kampf. Was machen wir jetzt? Telegrafieren. Ihr seid ja verdreht. Wir schreiben jetzt erstmal an die Frau einen vernünftigen Brief. Und da muss drinstehen. Passt auf, ich weiß. Ich auch. Lasst mich mal. Ich kann das besser. Was ich nun begab, möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Es war eine Schlacht. Es wurde nicht ein Brief geschrieben, es wurden 14 Briefe geschrieben. Und jeder wollte zuerst seinen vorlesen und jeder fand seinen schrieb am allerschönsten und am allerfeinsten und die der anderen von oben bis unten unmöglich. Unmöglich? Das ist ja Kinderkram, ist das ja. So fing alles wieder von vorn an. Schließlich blieben 3 Entwürfe übrig, zur engeren Wahl. Karlchen hatte einen juristischen Brief geschrieben, ich einen feinen und die Prinzessin einen klugen. Und den nahmen wir. So, das hätten wir. Gleich weg mit ihm. Mir fällt ein Stein vom Herzen. So ein Kind, so ein kleiner Gegenstand. Gib mir mal ein Zigarettchen. Freundschaft muss man ausnutzen. Wisst ihr auch, dass ich morgen Abend abfahre? Dumm. Das haben wir vergessen. Wollen Sie nicht noch ein bisschen bei uns bleiben, Carling? Gnädigste, leider läuft mein Urlaub ab. Ich muss. Ich muss. Herrschaften, das war aber eine anstrengende Konferenz. Na, du bist doch Experte in Konferenzen, du Beamter. Ich schimpf dich auch nicht Literat, du Buffke. Dann wollen wir ihm den Abschiedstrunk rüsten. Was? Was gibt es zu essen? Was möchten Sie denn? Ich möchte am liebsten Murmeltierschwanzsuppe. Wie bitte? Kennt ihr das nicht? Die jungen Leute, zu meiner Zeit. Also, Murmeltierschwanzsuppe wird im hohen Norden von den Eskimos gewonnen. Sie jagen das Murmeltier so lange, bis es vor Schreck den Schwanz verliert und auf diese Weise... Herr Karlchen! Ich möchte eigentlich noch über Ulm fahren. Da habe ich eine Braut zu stehen, die hätte ich gern überhört. Sie sollten sich was schämen. Ist sie hübsch? Wie wird sie schon sein? Deine Weiber. Wie willst du über Ulm fahren? Du kommst doch gar nicht hin. Ich fahre auch nicht. Ich möchte bloß mal. Ich sehe schon. Er ist ein gesprochener Casanova. Du, Alte, manchmal lässt er seinen lieben Worten auch Taten folgen. Und dann geht es gar heiter zu. Du rauch nur deine Pfeife. Er verträgt doch kein Nikotin, Prinzessin. Lydia, er soll nicht wieder Postkarten schreiben. Immer schreibt er Karten. Was für... Wenn er abreist, kommen am nächsten Tag ganz wahnwitzige Postkarten an. Die schreibt er im Zug. Das ist so seine Art, Abschied zu nehmen. Er soll das nicht.
Es regt mich so auf. Herr Karlchen, schwören Sie, dass Sie uns diesmal keine Karten schreiben werden? Ich gebe mein kleines Gießener Ehrenwort. Gut. Am nächsten Tag trafen 4 Postkarten ein. Auf der letzten stand Folgendes. Liebe Toni, lass dich auf keinen Fall auf die Polizei bestellen wegen der falschen Eintragung im Hotel vom 15. Bleibe eventuell fest und steif dabei, dass du meine Tochter wärst. Lieber Freund, ehe ich heute Abend abfuhr, habe ich dich noch einmal von der Seite angesehen und muss sagen, dass ich aufrichtig erschrocken war. Ich glaube, dir fallen die Haare aus. Lieber Freund, das ist mehr als ein Anzeichen, das ist ein Symptom. Sucht nicht vergeblich nach dem 2. Kanarienvogel, ich habe ihn für meine lieben Kinderchen mitgenommen. Liebe Marie, sieh doch bitte sofort nach, wo mein Siegelring geblieben ist. Er muss unter deinem Kopfkissen liegen. Ich weiß es bestimmt. Schade um meinen vertanen Urlaub. Ich bin immer da, euer liebes Karlchen. Seit 4 Tagen war Billy bei uns. Und in diesen 4 Tagen hatten wir keine schiefe Minute gehabt. Es war alles so leicht und fröhlich. Billy war kein Mann, sondern hieß Sibylle und war eine Mädchenfrau. Sie saß mit der Prinzessin in der Sonne und schwatzte. Und ich fühlte mich wohl. Es war so etwas wie ein Eunuchenwohlsein dabei. Wäre ich stolz gewesen, hätte ich auch sagen können, Pascha. Aber das war es gar nicht. Billys Körper war braun, von Natur oder von der Sonne der See, woher sie gerade kam. Eine fremde Süße ging von ihr aus. Wenn sie so dasaß, die Beine angezogen, die Hände unter den Knien, dann war sie wie eine schöne Katze. Man konnte sie immerzu ansehen. Meine Jugend fiel in eine Zeit, wo die Takelage der Frau eine sehr komplizierte Sache war. Zu denken, was sie da alles zu haken und zu knöpfen hatten, wenn sie sich anzogen. Ein Ehebruch muss damals eine verwickelte Sache gewesen sein. Heute knöpfen die Männer weit mehr als die Damen. Wenn die klug sind, können sie sich wie einen Reißverschluss aufmachen. Und manchmal, wenn ich Frauen miteinander sprechen höre, dann denke ich, sie wissen das voneinander. Wie findest du sie? Gut. Das ist mein nettes Mädchen. Lustig, verspielt, ernst, wenn sie will. Komm an mein Herz. Wer? Billy. Daddy, mit dem Herzen? Diese Dame hat sich eben erst von ihrem Freund getrennt. Aber ist ganz akkurat und edel und in aller Freundlichkeit. Wie lange kennt ihr euch eigentlich? Na, gut und gern 10 Jahre. Billy, das ist eben mein Karlchen. Weißt du, ich mag sie. Und zwischen uns hat noch nie ein Mann gestanden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sieh mal, wie sie läuft. Sei löppt, als wenn er die Büchs brennt. Na, ihr Affen? Hübsch, dass du hergekommen bist. Wir hatten vor, hier wie die Einsiedler zu leben. Aber dann war erst sein Freund Karlchen da und jetzt du. Aber es ist doch so schön und still und friedlich. Sie sind sehr gütig, mein Fräulein. Psst. Seht mal, der kleine Vogel. Ganz stille sitzen. Dann kommt er näher. Was ist das für einer? Das ist ein Amselbulle. Ach, dumm. Was nehmen wir dem Kind nun mit? Bonbons? Nein, das wird ihr die Alte verbieten. Oder sie muss sie an die ganze Belegschaft austeilen. Wir gehen Knöpfchen kaufen. Ich werde schon was finden. Komm, Billy. Knöpfchen kaufen. Damit war jede Art Einkauf gemeint. Wir kauften nie zusammen Knöpfchen. Wenn wir es aber doch taten, dann zankten wir uns dabei. Es ist rätselhaft, was für eine Fülle von Waren Frauen noch in den kleinsten Ortschaften entdecken. Frau Collin hatte geschrieben, sie wäre uns sehr dankbar und wir möchten zu der Frau Adriani hingehen und mit ihr sprechen und dann sollten wir sie anrufen. Die Auslagen würde sie gern und so weiter. Ja, das Kind, der kleine Gegenstand.
Ich dachte mit Kraft daran, dass es geplagt und geschlagen würde. Denn hier stand nun etwas bevor. Als Junge hatte ich immer an Portalangst gelitten, an jener rasenden Furcht, in ein ganz fremdes Haus hineinzugehen. Geduckt ging ich dann schließlich und fiel natürlich auf die moralische Nase. Tiere wittern Furcht, Menschen wittern Furcht. Seitdem ich aber gelernt habe, dass sie alle sterben müssen, geht es schon besser. 20 Jahre hat das gedauert. Der Plattdeutsche drückt die Sache kürzer und unpathetischer aus. Was ist he denn? Sien Moors hätt man auch bloß zwei Hälften. Stimmt. Und nun sollte ich da als fremder Mann zu einer bösen, fremden Frau gehen. Ein kluger Inder hat gesagt, man muss den Tiger vor der Jagd in Gedanken töten. Der Rest ist dann nur noch eine Formalität. Die Frau Adriani? Ich dachte an das geprügelte, weinende Kind. Lasst mich nur machen. Nein, Daddy, ich lasse dich gar nicht. Du greifst erst zu, wenn sie frech wird und alles drunter und drüber geht. Sag du die Einleitung und dann werde ich mal mit ihr. Und ich? Du legst dich derweil in den Wald, Billy. Wir können unmöglich zu der Frau wie ein rächender Heerhaufe geströmt kommen. Dann ist gleich alles verloren. Da knurrt sie ja schon von vornherein. Da ist das Gatter. Und da liegt das Kinderheim. Na dann, tschüss. Keine Klingel? Hier soll wohl nicht geklingelt werden. Frau Adriani! Guten Tag. Guten Tag. Wir kommen im Auftrag der Frau Collin in Zürich und möchten gern einmal mit Ihnen wegen der Kleinen sprechen. Sind Sie mit Frau Collin bekannt? Nun wäre es vielleicht vorteilhaft, wenn wir die Kleine sprechen könnten. Da sind auch Grüße von der Mama zu bestellen und einen Auftrag auszurichten. Was für ein Auftrag? Ich werde ihn der Kleinen selber ausrichten. Selbstverständlich in ihrer Gegenwart. Dürfen wir sie sprechen? Ich finde Ihr Verhalten mehr als merkwürdig. Neulich konspirieren Sie mit dem Kind, mischen sich in meine Erziehungsmethoden. Was soll das? Wer sind Sie eigentlich? Frau Adriani, niemand will Sie hier kontrollieren oder sich in Ihre Arbeit einmischen. Sie haben sicherlich viel Mühe mit den Kindern. Aber wir möchten doch die Mama in jeder Weise informieren. Das besorge ich schon. Was hier zu bestellen ist, das wird durch mich bestellt. Probieren Sie es ja nicht, noch einmal hier herum zu spionieren. Ich muss mir doch einen Hund anschaffen. Ich verbitte mir ein für alle Mal Ihre Besuche. Wer sind Sie überhaupt? Zwei verschiedene Namen? Heiraten Sie lieber. Jetzt haben wir ein bleiches Nein erhalten. Wie wir Schweden sagen. Also werden wir telefonieren. So wie wir nach Hause kommen. Aber wenn du das der Frau Collin nicht richtig sagst, was hier los ist. Sei schimpfte und schimpfte mal los. Der ist aber stählhorig. Gottsblicks, die müsste man ja in Öl kochen. Das ist zu teuer. Ob dieses rothaarige Luder glücklich ist? Daddy, du stellst manchmal komische Fragen. Ob sie glücklich ist? Das Kind ist unglücklich, Donnerhagel. Wir müssen dem Kind helfen. Das kann man ja nicht mit ansehen und nicht mit anfühlen. Billy? Ja? Na? Was habt ihr? Was war? Gleich. Aber gleich melden wir Zürich an. Wir müssen und müssen dem Kind da rauskriegen. Die Frau Adriani entbehrt nicht einer gewissen Charmanz. Das Telefon. Zürich. Daddy, Telefon. Zürich. Lasst mich. Kannst du nicht mal weggehen? Ach, Gott. Lass mich doch mal. Hallo? Nichts? Wie immer bei Ferngesprächen. Marie Fred, bitte melden Sie sich. Ja, hallo? Hallo? Hier ist Frau Collin. Hören Sie mich? Ja, ja, ich höre Sie gut, Frau Collin. Sie haben mir geschrieben. Wie geht es denn, Ada? Ich will Sie nicht beunruhigen, aber sie muss da heraus. Ja? Warum denn, um Gottes Willen? Ich schreibe Ihnen heute noch einmal ausführlich. Diese Frau Adriani ist eine unmögliche Erzieherin. Das Kind macht einen so verängstigten Eindruck. Es... Ein Scheusal ist das. Ein Wetterbürstiges. Psst. Hallo. Ja, ich höre Sie. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie uns einen Brief schreiben, mit dem wir das Kind abholen können. Schicken Sie uns bitte einen Scheck über das, was Sie dort mutmaßlich schuldig sind. Einverstanden? Hallo.
Ja, wenn Sie meinen... Da muss sie heraus, wirklich. Das geht nicht. Einverstanden? Wir erwarten Ihren Brief. Ja. So bald als möglich. Ja. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Collin. Gott sei Dank. Das ist ja wunderbar. Wann kann Ihr Brief hier sein? Heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, in 3 Tagen? Wie? Wohltun schmeckt süß. Rache trägt Zinsen. Liebe deinen Nächsten wie der Hammer den Amboss. So schlechte Erfahrungen hast du doch noch gar nicht gemacht. Musst du ja wissen. Ich schreibe noch den Brief an die Frau. Und wir lösen unser Kreuzworträtsel. Ich schrieb und atmete tief. Dies ist einer jener Augenblicke, an die du später einmal erinnert wirst. Ja, damals warst du glücklich. Und ich war es und dankbar dazu. Na, habt ihr gelöst? Vater der Kirchengeschichte mit 8 Silben, darunter et, is, on. Der hat ja nun viel in seinem Leben getan, aber Kirchengeschichte hat er nun doch wohl nicht. Löst das nachher. Wann nachher? Da schlafen wir. Billy schläft überhaupt heute bei mir. Du kannst nebenan in der Kemenate schlafen. Macht es Ihnen etwas? Aber... Du gefällst ihr, mein Sohn. Ich kenne sie. Ist sie nicht wirklich nett? Aber wenn ihr im Bett seid, dann lasst die Tür noch offen. Damit ich höre, was ihr euch da erzählt. Dann hatte Billy alle Sachen, die jede Frau braucht, um glücklich zu sein, umgeräumt. Ich zog mich aus und dann klopfte ich. Willst du, wird hier ehrsame Dames bei der Toilette stören. Mädchenschänder, Wüstling, Blaubart. Ein albernes Geschlecht. Diese Männer. Wo ist mein Eau de Cologne? Mein Eau de Cologne ist da drin. So geht das nicht. Man ist doch ein feiner Mann. Haben wir all ausgebraucht. Nun wein man nicht. Ich kauf dir morgen Neues. Gute Nacht, darfst du auch sagen. Ich ging hinüber und sagte zu jeder artig Gute Nacht. Die Prinzessin bekam einen Kuss, einen leise bedauernden Kuss. Dann ging ich. Die Tür blieb offen. Halbedelstein. Lass mal sehen. Saphir? Nein. Rubin? Nein. Topaz. Ja, Topaz. Du bist ein kluges Kind. Der Inbegriff des sinnlich Wahrnehmbaren. Sinnlich Wahrnehmbaren? Jetzt waren Sie offenbar am Ende Ihres Lateins. Ich weiß nicht. Es muss ein Erwachsener kommen. Lass mich mal ran. Ich stand auf und ging hinüber. Da lagen sie beide bäuchlings und lösten. Billy hatte die Haare aus der Stirn gestrichen und sah wie ein Baby aus. Wie ein Babybild von Billy. Wohin gehört Chris? Chris? Chrysopras, sagte ich plötzlich. Die beiden schwiegen bewundernd und ich genoss meine lexikalische Bildung. Ein Windstoß fuhr gegen die Scheiben, draußen trommelte der Nachtregen. Es ist kalt, sagte ich. Komm zu mir, sagte die Prinzessin. Du erlaubst doch, Billy. Billy erlaubte. Sie rauchte und sah an die Decke. Es war ganz still. Gib mir Billy einen Kuss, sagte da die Prinzessin. Ich richtete mich auf und küsste Billy. Dann küsste ich die Prinzessin. Das war wie Heimkehr aus fremden Ländern. Es war ein Spiel, kindliche Neugier. Und Billy war eine andere Billy. Ich sah es mit Staunen. Nichts war verabredet, alles war wie gewohnt, als müsste es so sein. Und da verloren wir uns. Wir flüsterten. Wir sprachen erst übereinander, dann über das, was wir taten, dann nichts mehr.
Und keinen Augenblick ließ die Kraft nach, die uns zueinander trieb. Keinen Augenblick gab es einen Sprung. Es hielt an. Eine starke Süße erfüllte uns ganz. Und nun waren wir bewusst geworden. Ganz und gar bewusst. Vieles habe ich von dieser Stunde vergessen. Aber eins weiß ich noch heute. Wir liebten uns am meisten mit den Augen. »Mach das Licht aus«, sagte Lydia. Das Licht erlosch. Erst die große Krone im Zimmer, dann das Lämpchen auf dem Nachttisch. Wir lagen ganz still. Sanft löste sich Billys Hand aus der meinen. »Geh«, sagte die Prinzessin, fast unhörbar. Da stand ich nebenan im Zimmer Billys und sah vor mich hin. »Kikeriki«, machte es ganz leise in mir, aber das war gleich vorbei. Und ein starkes Gefühl der Zärtlichkeit wehte zu denen da hinüber. Ich legte mich nieder. Eine süße Müdigkeit befiel mich und ein fast zwanghafter Trieb, hinzugehen und ihnen Rosen auf die Decke. Wo bekommt man denn jetzt nachts Rosen her? Wo mag sie jetzt sein? Billy? Jetzt ist sie zwischen Malmö und Trelleborg. In einer Stunde steigt sie auf die Fähre. Aber wo bleibt die Frau Colin? Was sagst du dat ei? Hätte grad lecht. Ob wir noch einmal telefonieren? Wir können nun nicht mehr warten. Du musst am Dienstag zu Hause sein und auf mich lauern sie auch? Mal muss der Mensch doch wieder arbeiten. Hier vertue ich meine kostbare Zeit mit dir. Ach, Jüppeljappel. Aber das sage ich dir, Alte. Wenn sie heute nicht schreibt, nie wieder in meinem Leben kümmere ich mich um fremde Kinder. Um fremde nicht. Um deine auch nicht. Um meine auch nicht. Himmelkreuz und... Daddy, solange als ich dir kenne, hältst du immer weise Redens über das, was du tun wirst. Und meistenteils kommt nachher allens ganz anders. Aber das ist ja so bei den Männern. Bist ja malerisch. Ich werde... Ja, du wirst. Wenn sie dir das Futurum wegnehmen, dann bleibt da aber nicht viel. Person. Selber. Man muss doch das Görde herauskriegen. Himmel, Herrgott, Donner. Daddy, du repräsentierst ein Volk. Als ob uns die schwedischen Bäume hören könnten. Du sollst aber des Anstands gedenk sein. Sieh mal in den Briefkasten, Daddy. Der Brief. Daddy, der Brief. Hurra, jetzt braten wir den Teufelsbraten. Die Vollmacht? Der Scheck? Das ist alles, was wir brauchen. Wunderbar. Jetzt gehen wir links mal eins hin und holen uns dem Kind von dieser alten Giftnudel. Jetzt werde ich mit der Alten reden. Diesmal ist sie dran. Du springst ihr doch hoffentlich gleich mit dem Brief und mit dem Scheck ins Gesicht. Lydia, lassen wir sie ein kleines Weilchen toben. Ich möchte doch mal sehen, wie das ist. Nur ein Weilchen. Ich soll mich von Sharp bieben lassen, wenn ich einen Hund in der Tasche hef? Komm, das geht gut aus. Frau Adriani, kann ich Sie wohl mal sprechen? Wir haben uns nichts zu sagen. Vielleicht doch. Warum läuft Ihnen die kleine Ada immer wieder fort? Sie wird nicht mehr weglaufen. Das kann ich Ihnen versprechen. Das Kind muss doch einen Grund gehabt haben, wegzulaufen. Nein, das hat es gar nicht gehabt. Hm. Und was werden Sie nun mit ihm machen? Ich werde es bestrafen. Und wenn ich Sie bitte, dem Kind die Strafe zu erlassen, täten Sie das? Nein. Ich habe meine Grundsätze. Solange ich die Macht über das Kind habe... Sie werden keine Macht mehr über das Kind haben. Wie bitte? Das Kind wird nicht bei Ihnen bleiben. Wir nehmen das Kind zu seiner Mutter zurück. Hier ist die Vollmacht von Frau Colin. Hier ist ein Scheck. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Ich werde Ihnen das alles hübsch der Reihe nach übergeben. Das ist die Vollmacht. Die Unterschrift ist beglaubigt. Das haben Sie der Frau Colin eingeredet. Sie haben sie aufgehetzt. Sie haben mich verleumdet. Raus Sie! Wir nehmen also das Kind gleich mit. Sie werden augenblicklich die Sachen packen lassen und mir die Rechnung übergeben. Dafür bekommen Sie gegen Quittung diesen Scheck. Mit Geld allein ist die Sache nicht abgetan. Sie hat einen Schrank ruiniert. Sie hat ein Fenster kaputt gemacht. Ich habe auch noch eine Wäscherechnung. Nun ist es genug. Sie bekommen nun gar nichts. Oder aber Sie schreiben mir eine Quittung über den Scheck aus und liefern uns alle Sachen aus, die dem Kind gehören. Ich packe nicht. Gehen Sie selber nach oben und suchen Sie sich Ihre Lumpen zusammen. Komm, Ada. Wir gehen und packen ein. Ich bin eine Frau, die sich ihr Leben erarbeitet hat.
Ich habe viele Reisen gemacht und mir Bildung erworben. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich stehe diesem Hause seit 8 Jahren vor. Ich bin den Kindern wie eine Mutter. Wie eine Mutter. Das Kind ist mir ans Herz gewachsen. Ich habe für dieses Kind... Scheißbande! Da, die Quittung. Hier, der Scheck. Und nun komm, Lydia. Komm, Ada, wir gehen. Bringen Sie mich jetzt zu meiner Mutti? Ja, Ada, bestimmt. Der letzte Urlaubstag ist gekommen. Ich bin schon für die Reise angezogen. Zwischen mir und Gripsholm ist eine leise Fremdheit. Wir sagen wieder Sie zueinander. Da steht Gripsholm. Warum bleiben wir eigentlich nicht immer hier? Man könnte sich zum Beispiel für lange Zeit hier einmieten. Das wäre bestimmt gar nicht so teuer. Und dann für immer blaue Luft, graue Luft, Sonne, Meeresatem, Fische und Grog, ewiger, ewiger Urlaub. Nein, damit ist es nichts. Wenn man umzieht, ziehen die Sorgen nach. Ist man 4 Wochen da, lacht man über alles, auch über die kleinen Unannehmlichkeiten. Sie gehen dich so schön nichts an. Ist man aber für immer da, dann muss man teilnehmen. Letzter Tag. So erfrischend ist das Bad in all den Wochen nicht gewesen. So lau hat der Wind nie geweht. So hell hat die Sonne nie geschienen. Nicht wie an diesem letzten Tag. Letzter Schluck vom roten Wein, letzter Tag der Liebe. Noch einen Tag, noch einen Schluck, noch eine Stunde. Noch eine halbe. Wenn's am besten schmeckt, soll man aufhören. Wir nahmen Ada an die Hand, jeder griff nach seiner Tasche. Ab. Lydia, ich hätte nie geglaubt, dass du eine so nette Kindermama abgeben kannst. Sieh mal an, was alles in dir steckt. Ich bin sie nämlich eine Zwiebel. Wie alle Frauen. Du siehst aus. Du hast dir ja wohl mit dem Reibeisen rasiert. Keinen Moment kann man den Jungen allein lassen. Und so kamen wir nach Stockholm und fuhren zurück nach Deutschland. Wir müssen Frau Kremser telegrafieren. Sicher ist sicher. Junge, haben wir uns gut erholt? Sind Sie Landstreicher? Wie? Frau Adriani hat gesagt. Was streichen Sie denn da an? Oh. Und warum sind Sie denn nicht verheiratet? Ich glaube, sie muss doch mal aufs Töpfchen. Jetzt glaube ich's auch. Ich ertappe mich dabei, ein wenig eifersüchtig auf das Kind gewesen zu sein. Wer war hier Kind? Ich bin hier Kind. Jetzt aber schläft es und Lydia gehört mir wieder allein. Bist du verheiratet? Das hat noch gefehlt, Alte. Nein, wir Landstreicher, wir sind nicht verheiratet. Und wenn wir es wären? 5 Wochen, das ginge gut, wie? Ohne ein Wölkchen, kein Krach, keine Probleme, keine Geschichten. 5 Wochen sind nicht 5 Jahre. Wo sind unsere Kümmernisse? Wir haben sie in der Gepäckaufbewahrung abgegeben. Das kann man machen. Für 5 Wochen. Für 5 Wochen geht manches gut. Da geht alles gut. Haben wir Angst vor dem Gefühl? Manchmal. Vor seiner Form. Kurzes Glück kann jeder. Es ist wohl kein anderes denkbar, hienieden. Sieh mal, Trelleborg. Ein großer Passagierdampfer rauscht in den Hafen. Schön sieht das aus. Alle Lichter funkeln, alle Kammern, alle Kajüten, Musik. Eine Welle Sehnsucht schlug in unsere Herzen. Fremdes, erleuchtetes Glück, da fuhr es hin. Und wir wussten, säßen wir auf jenem Dampfer und sähen den erleuchteten Zug auf der Fähre, wir dächten wiederum, da fährt es hin, das Glück. Die schwitzenden Stewards sahen wir nicht, nicht die Räder in ihren Büros, nicht den zänkischen Kapitän und den magenkranken Zahlmeister. Natürlich wussten wir, dass es so etwas gibt. Aber wir wollten es jetzt, in diesem Augenblick, nicht wissen. Unsere Herzen fuhren ein Stückchen mit. Daddy? Ich bedanke mich auch schön für diesen Sommer. Nein, Alte, ich bedanke mich bei dir. Trinken wir auf den Urlaub, Prinzessin. Auf was noch?
Auf Karlchen. Hoch. Auf Billy. Hoch. Auf die Adriani. Nieder. Auf deinen Chef. Mittelhoch. Da sind alles keine Trinksprüche, Daddy. Weißt du keinen anderen? Du weißt einen anderen. Na? Martje Flor. Du meinst Martje Flor. Da war jene friesische Bauerntochter gewesen, die im Dreißigjährigen Krieg von den Landsknechten an den Tisch gezerrt wurde. Sie hatten alles ausgeräubert. Den Weinkeller und die Räucherkammer, die Obstbretter und den Wäscheschrank. Und der Bauer stand daneben und rang die Hände. Roh hatten sie das Mädchen herbeigeholt. Hey! Da stand sie, trotzig und gar nicht verängstigt. Sie sollte einen Trinkspruch ausbringen. Und warfen dem Bauern eine Flasche an den Kopf und drückten ihr ein volles Glas in die Hand. Da hob Martje Flor Stimme und Glas. Und es wurde ganz still in dem kleinen Zimmer, als sie ihre Worte sagte. Und alle Niederdeutschen kennen sie. Ob dat uns dat Wolga, ob uns Ollen dach.